Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge waren wir immer noch auf der Suche nach Elvin und Elise. Ich meine natürlich Elvin und ich meine natürlich Elise und Elvin. Und ja, wie sehr ich auch Elise retten möchte und so schnell ich auch Elise retten möchte, wir können hier einige Quests abgeben. Und das hier ist die Quest von den Banditen, die wir im letzten Part platt gemacht haben. Mit eurer Hilfe haben wir es geschafft, die Wilddiebe zu verjagen, oder Wilddiebe. Vielen Dank. Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie oder jemand mit ähnlichen Zielen wieder auftaucht. Dann machen wir die auch platt. Wenn sie es tun, hoffe ich, wir können wieder auf euch zählen. Ja, sag ich doch, ich mach die platt. So, wir haben Hörner bekommen. Okay, die kommen später an. Als erstes gehe ich jetzt zum, ich glaube, hier war das, ne? Zum Lakatum Seehafen und geben die Quest mit den Haarknoten ab. Falls wir nur einen Haarknoten abgeben müssen. Hi. Das ist besser, als ich es mir je erträumt hätte. Haha, schön zu sehen, dass es noch viel Talente in der Welt der Haarknoten zu erkunden gibt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, mein Lebenswerk zu erfahren, den ultimativen Haarknoten. Ich präsentiere den Moe-Haarknoten. Was? Erlangt Zöpfe, okay. Okay, was haben wir denn bekommen? Oh Gott. Ich fasse es nicht, wir haben Zöpfe. Wie geil ist das denn? Oh nee. Nee. Nein. Nein, weg, weg. Oh. Schön. Oh Gott, Hilfe. So, Hörner. Ich werde noch so meinen. Nein, die Sonnenbrille. Wo ist die Sonnenbrille? Ja. Ah. Das ist so bescheuert. Und ich liebe es. Okay, haben wir uns jetzt wieder mit den Blödsinn in diesem Spiel abgefunden? Machen wir weiter. Spaß beiseite. Nein. Ist schon witzig. Okay, wir hätten uns eigentlich noch ein paar Sachen kaufen können, aber nö. Ich möchte ja noch vorankommen hier. Wieso kann ich hier nicht runterspringen? Was soll das denn? Naja, egal. Als erstes, dich habe ich schon im letzten Part gesehen und du sahst so verführerisch aus. Wollte ich unbedingt haben. Mysteriöse Perle, okay. Eintreten. Ja. Ach du Kacke. Das sieht ja überhaupt nicht verwirrend aus für mich. Ihr dürft mich doch nicht hier so überanspruchen. Warte mal. Wieso erinnerst du mich an Sink the Tempest? Das ist eigentlich was Gutes. Ich mag ihn. Mein Lieblingscharakter, falls du auch da bist. Oh nein, der Baum. Er macht irgendwas. Oh Gott. Und nein, 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 nein. Oh. Warte mal, du kannst doch wiederbeleben, oder? Leia. Oh geil. Zurück down die Zauber ja nicht so lange. Oh. Oh, hör auf damit. Zack. Und zack. Hey, guck mal. Bam. Bam. Schön. Demon Fist. Verdammt, hat nicht geklappt. Wieso kannst du denn nicht Demon Fist verbinden, Leia? Da haben wir noch Gerichte. Ja. Ach ja, ich habe ja dieses acht Kampfgericht reingeballert. Bussardkrallen, das sind die Dinger, die wir die ganze Zeit bekommen. Okay. Jetzt habe ich gar nicht auf die Haarsträhnen geachtet. Kann ich aber Elise geben. Wir werden sie nie wieder Rowan anziehen. Nie wieder in diesem Let's Play.
Nie wieder. Steinwehr. Warum bekomme ich das? Heißt das, die Gegner hier versteinern mich? Und oh, nee, da liegt was. Beziehungsweise irgendwas. Huh. Zack. Mitten in meinen Faltenangriff-Kombo. Oh Gott. Was? Das war gar nicht geplant. Aua, aua. Aua, aua. Hilfe. Oh, das war blöd. Das war sehr blöd. Aua. Leia, belebt irgendjemanden wie da. Oh Gott. Aua, aua, aua. Oh, gut, gut. Verdammter Dreck. Oh. Mann. Aua. Er wird doch nicht durch allen Leuten aufgeteilt. Oh, Verbrennung. War es nicht immer so, dass man nicht geeilt werden konnte? So, und ich habe natürlich absichtlich nicht wie ein Bekloppter jetzt Tränke des Lebens verballert, weil wir haben hier einen Speicherpunkt. Und da gehe ich jetzt einfach hin und Sazam! Voll AP, mehr oder weniger. Okay. Wäre natürlich toll, wenn ich hier die anderen heilen würde. So, ich möchte lieber wechseln auf Jude. So, komm her, du Baum. Ich mach dich fertig, weil Baum. Oh Gott, was war das denn? Zack. Oh nein, er zaubert. Oder auch nicht. Aua. Ja, komm her. Dort kommt. Sollte er kommen, Mann. Und zack. Und zack. Endsturm. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Warte. Ach, ich habe keine TP. Nein. OTP. Schön. Wir bekommen immer noch massig Geld, was ich gut finde. Das ist auch wieder eine Sackgasse. Und da ist eine Truhe, geil. Weil die Gegner hier haben es schon wieder in sich. Kaum umgehst mal 2, 3, 50 Gegner, dann bist du wieder unterlevelt hier. Beziehungsweise geben die Gegner voll. So, okay. Hi. Oh, willst du mich ich mach das noch, keine Sorge. Und boah, dann nehme ich. Und zack. Ich bleib in der Luft, aber ja, so hast recht. What the fuck was that? Und ich heile euch, während wir getötet werden. Dann heile ich eben weiter. Boah, Hilfe. Zack. Und zack. Und zack. Und mir sind die TP ausgegangen für den letzten Angriff.
Oh, du. Ich komme schon wieder so spaselackenmäßig angerannt. Ja, das war sehr, sehr, sehr schön, mein junger Herr. Deine Erfahrung in diesem Leben wert. So, jetzt bräuchte ich einen Kampf. Dann kann ich mir so eine Tofu-Suppe oder was auch immer war, wieder reinballern. Und voll Zeit verschwenden. Und mein Gott. Das ist natürlich überhaupt nicht weit. Wenn jetzt kommt noch eine Cutscene oder irgendwie so was. Nee, okay. Halt nicht. Hätte auch sein können, dass in ein Rollenspiel Cutscenes kommen. So, nachdem ich den hier besiegt habe, kann ich nochmal zurückrennen und mir das Gericht holen. Dann baller ich mir ein falsches rein und alles war umsonst. Das könnte wahrscheinlich auch passieren. Demon Fist. Boah, alle betroffen, geil. Oh Gott. Nein, du bist keiner von meinen Kollegen. Warte mal, hier. Lass mich doch. Jawohl, ich wusste es. Da muss ich auch mal denken. Ich kann ja Heilzauber auch verbinden. Nur bis der Angriff vorbei ist, dauert zu lange. Nur dann können die erst hier eingesetzt werden. Das ist nicht gerade zum Verbrennen. Wenn ich heile. Geil, geil, geil. Und die macht nichts. Warum nicht? So, dann holen wir uns noch die Truhe. Ein Kampfpanzer. Aktuell besitzt ja super. So große Nähe. Das gucken wir uns gleich noch an, nachdem ich das Ding in mir eingesammelt habe. Und wenn nicht, dann gucken wir uns das im nächsten Part an. Oder auch nicht. Ja, doch. Machen wir. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Oder auch nicht. Bitte hier einfügen. So, hier war das, ne? Nein, hier war das nicht. So, was haben wir hier drin? Miso-Suppe. Tofu-Miso-Suppe. Ich will mir das richtig reinballern. Tofu-Miso-Suppe klein. Tofu-Miso-Suppe klein. Ist ja eigentlich nicht so gelohnt. Ist das Gerät jetzt weg? Hä? Hallo? Nein, das Gerät ist weg. Ey. Das gibt's doch nicht. Kann ich halt irgendwo. Wie ist das nochmal? Zur großen Nähe. Oh, geil. Your hand is hurt. Oh, that's nothing. A few licks and it'll be as good as new. I doubt that. Here, let me see it. You're not my mom. Spare me the bravado. I can always tell when you're faking it. Ladies man Jude can peer right through a woman's heart. As if. And yet I can read you like a book. Oh, really? What am I thinking about right now? Let's see. Ah. Got it. I'm so hungry. Hey, that doesn't count. Okay, das ist gut hier. Das heißt, sogar die, die wir nicht gesehen haben, können wir hier nochmal angucken. Ich glaube, das hier sind auch welche, die wir noch nicht hatten, oder? Alle, wo neu dran stehen? Das ist ehrlich gesagt richtig toll. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, die gucken wir uns vielleicht im nächsten Part an. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss!